Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Landeplatz Seealpe. Der Landeplatz Seealpe gehört zum Fluggebiet Nebelhorn-Oberstdorf, liegt aber nicht direkt im Tal, sondern quasi auf einem Drittel Richtung Berggipfel hinauf. Auch die Gondelbahn ist dreigeteilt, das heißt hier quasi an der ersten Mittelstation ist der Landeplatz Seealpe gut zu erkennen, auch anhand dieses Speicherteichs. Es ist eine riesengroße, schöne Almwiese hier im erhöhten Tal. Hier Richtung Nordost befindet sich dann das Nebelhorn, hier nicht zu sehen, aber man sieht den Startplatz bei der oberen Station und auch den Startplatz Zeigersattel. Ja, der Landeplatz Seealpe hier wird zum einen als Notlandeplatz benutzt, wenn man von einem der Startplätze sich ein bisschen verschätzt, zu lange herumsucht am Hang und dann nicht mehr mit Sicherheit hier rauskommt über das Tal bei Oberstdorf, dann kann man hier einlanden. Aber der Landeplatz hier wird auch von der Flugschule Oase als Schulungslandeplatz benutzt.